Wenn auch du dich manchmal fragst, warum hören eigentlich Leute mit Network Marketing wieder auf? Was treibt die? Oder wenn du selber schon mal darüber nachgedacht hast, sollte ich das eigentlich wieder aufhören, das, was ich da angefangen habe? Lohnt sich das eigentlich? Bringt das eigentlich was? Wenn du entweder so etwas schon mal erlebt hast oder dir die Frage gestellt hast oder du selber hin und wieder mal zweifelst und denkst, na, ist das Richtige für mich? Kann das überhaupt klappen? Puh, das ist aber anstrengend. Dann bist du heute richtig in diesem Morning Call mit Markus mit K aus Köln. Denn heute sprechen wir genau über dieses Thema, warum hören Leute mit Network Marketing auf? Was ist es, was ihnen fehlt? Oder wovon haben sie zu viel? Alles das wird heute drankommen. Einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Montagmorgen wünsche ich euch. Bei mir hat heute Facebook gezickt. Die haben mir alles angezeigt, aber nicht die Startseite. Also auf die, wenn du eine Seite hast, hast du ja an der linken Seite so verschiedene Columns und die Startseite hat nicht geöffnet. Ich musste jetzt über Beiträge gehen und auf der Beiträge-Seite konnte ich den Beitrag starten. Ich konnte alles tun, aber nicht die Startseite öffnen. Die hat sich im Kreis gedreht. Also herzlich willkommen auch an die Live-Zuschauer bei Instagram. Guten Morgen. Und einen wunderbaren guten Morgen hier in die Gemeinde bei Networker Herzblut auf Facebook. Ich meine, es ist ja die gleiche Firma, ihr Instagrammer, ne? Ihr wisst schon, dass das alles dem Herrn Zuckerberg gehört. Und ihr könnt ruhig mal bei Facebook vorbeigucken. Da gibt es das auch dann als Aufzeichnung und so weiter. Und nicht nur 24 Stunden. Ja, gestern Abend hatten wir einen schönen Abend. Für die, die die Aufzeichnung sehen, heute ist Montag, der 15. Juli. Wir hatten gestern einen schönen Abend und hatten unser erstes Coaching im Herzblut Club. Ich glaube, das kam ganz gut an. Wir waren in der Spitze 74 Personen, was ich sehr, sehr großartig finde. Sich 74 Personen am Sonntagabend um 8:30 damit beschäftigen, ihr Geschäft besser zu machen. Und ich habe gestern Abend in den Fragen, die ich gestern beantwortet habe, kam auch unter anderem dieser Startfragebogen vor. Der Startfragebogen, den ich für ein unglaublich wichtiges Werkzeug halte, um die Menschen zu kalibrieren. Ich erkläre gleich, was das ist und warum ich das glaube. Und heute Morgen schickte mir mein Vater ein Bild. Und dieses Bild kann ich jetzt überhaupt nicht sehen, weil ich es auf meinem Handy habe und da läuft gerade Instagram. Jetzt gucke ich mal, ob ich das doch kann, ob die Kamera weitergeht. Ihr Instagrammer müsst mal gucken, ob das vielleicht kann ich es auch hier sehen. Vielleicht ist es schon gespeichert in den Fotos, je nachdem, wie schnell die Fotos gespeichert werden. Mal ein kleines Experiment jetzt. Ich gehe jetzt mal wieder auf die Reise, weil ich würde euch gerne vorlesen, was auf diesem Bild steht. Und zwar ist es ein Künstler aus Leipzig. Der hat etwas geschrieben an seine Ausstellung, an seine Kunsthalle, was auch immer. Meine Eltern haben das gesehen und es für mich fotografiert, was ich sehr schön fand. Und hier habe ich es auf jeden Fall. So, also ich glaube, ich hoffe, dass die Instagramer mich jetzt noch sehen können, dass ich den nicht rausgeschmissen habe. Wie ist mein Rechner heute ein bisschen so? Also ich sehe es hier wieder. das ist hier ein Künstler, ich zeige es mal eben hier in die Kamera. Das ist hier ein Text von einem Künstler, der auf seiner Treppe in Leipzig sitzt. So, ihr könnt es jetzt sehen. Und dieser Text, also ihr Instagramer habt natürlich jetzt nur die Leute in den Facebook-Bildschirm gesehen. Der Text besagt: Oh, wenn ich so einsam meinen Gedanken nachhänge, kann ich es kaum glauben, dass mich Mut und Ausdauer in keiner Lebenslage verließen, die mich meinen gesteckten Zielen Schritt für Schritt entgegenführten. Also nochmal, oh, wenn ich so einsam meinen Gedanken nachhänge, kann ich es kaum glauben, dass mich Mut und Ausdauer in keiner Lebenslage verließen, die mich meinen gesteckten Zielen Schritt für Schritt entgegenführten. Dies bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass ein willensstarker Mensch mit etwas handwerklichem Geschick, Fantasie und Mut, aber vor allem mit der notwendigen Liebe zu dem, was er tut, beinahe unmöglich Erscheinendes erreichen kann. Beinahe unmöglich Erscheinendes erreichen kann. Mein Leitspruch in diesem Sinne: Zwischen einem Traum und einem Ziel liegt die Tat. Von Roland Lindner. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Satz. Ein wunderbares, jetzt gucke ich mal, ob Instagram noch da ist. Ob wir noch live sind.
Sind sie noch irgendwo? Sind sie noch irgendwo? Sie sind noch da! Hallo, sorry, Instagram, entschuldigt bitte. So, der Herr Lindner. Oh, jetzt wird Instagram aufgrund von schwacher Verbindung angehalten. Na, da sind wir wieder. Also, der Herr Lindner hat das gesagt. So, was sagt er? Er sagt also, wenn du etwas mit Liebe machst, wenn du etwas mit Grundlage machst, wenn du etwas mit Herz machst, dann funktioniert das. Dann kannst du unglaublich, kannst du Unmögliches, unmöglich Erscheinendes erreichen. Und ich glaube tatsächlich, dass im Network Marketing eine Sache immer wieder passiert. Also die passiert vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, dann nehmen wir sie alle nur nicht wahr. Ich werde ja nicht müde zu sagen, dass Network Marketing ein Vehikel ist. Und wenn ich manchmal mit meinem Auto in der Garage ankomme und habe viel eingekauft und habe Sachen zu transportieren, die in meine Wohnung müssen, habe ich mir so einen kleinen Rollwagen gekauft. Der Rollwagen, den kann ich zusammenklappen, der hat 4 Rollen und eine blaue Fläche und so ein Hebel. Das sieht aus wie so ein rechter Winkel. So, und dann muss ich treffe da manchmal die Entscheidung, schleppst du jetzt die 3 Tüten und die 2 Wasserkästen in 3 Gängen einzeln nach oben? Oder gehst du einmal in die Wohnung, nimmst eine Tüte mit, holst dir den Wagen, diesen kleinen Rollwagen und hab's dann leichter. In der Regel entscheide ich mich, die Tüten hochzutragen und es nicht zu tun, weil ich dann sage, ja komm, geh einmal extra, das ist dann auch ein bisschen Bewegung und du tust was für dich. Und der Wagen hat folgende Funktion, den ich dann hole. Dieser Wagen ist ein Vehikel, um mir etwas leichter zu machen, beziehungsweise um ein Ziel zu erreichen, um vielleicht Dinge, die ich gar nicht tragen kann, in meine Wohnung zu bekommen, weil er das durch Rollen einfach leichter möglich macht. So, und so haben wir, wenn wir ins Network Marketing kommen, oftmals keine klare Vorstellung davon, dass das wirklich ein Vehikel ist, was wir hier benutzen müssen. Dass wir uns jederzeit natürlich entscheiden können, nein, so wie ich bei meinen Tüten, ich trage die Tüten allein in die Wohnung, kannst du dich natürlich auch entscheiden, nein, ich erreiche meine Ziele auch ohne Network Marketing oder ich will meine Ziele gar nicht erreichen. Und es gibt halt diese 2 Bereiche, die im Network Marketing passieren. Und die haben beide mit dem Thema zu tun und sie sind komplett gegenläufig. Die Menschen, es sind Überschätzung und Unterschätzung. Überschätzung ist, ich lerne Network Marketing kennen und halte dieses Werkzeug für den heiligen Gral und halte diese Vertriebsform und alles, was damit möglich ist, für etwas so Großartiges, dass ich sofort losrenne und denke, boah, ich kann meinen Job kündigen, es ist alles so super, ich kann mit diesem Geschäft hier erfolgreich werden. Dann kommt der Startfragebogen ins Ziel, weil der Startfragebogen kalibriert und macht praktisch holt die Einstellungen wieder auf den Boden der Tatsachen. Ja, Network Marketing ist großartig und mit dem kann man Großartiges erreichen, aber auch Großartiges kann man nur dann erreichen, wenn es eine Chance hat, sich aufzubauen. Ja, wenn du einen Acker erbst von jemandem und der sagt, ja, am besten baust du auf diesem Acker Möhren oder Kartoffeln an, dann wirst du den Acker haben, du wirst den Acker vorbereiten, du wirst den Acker säen und dann wirst du warten müssen, bis die Saat gut aufgeht und du sozusagen das Produkt, die Möhren oder die Kartoffeln ein Jahr später ernten kannst. Da weiß jeder, dass das so ist und das haben wir als Kind gelernt. Da sind wir mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern an einem Feld vorbeigegangen und die haben gesagt, ach, guck mal, da sind die ersten Pflänzchen, da wächst eine Kartoffel, ein Kohl, eine Möhre, wie auch immer. So, das haben wir gelernt. So, aber keiner ist mit uns an einem Network-Marketing-Geschäft vorbeigegangen und hat gesagt, ach, guck mal, das sind alles Leute, die haben jetzt eine Entscheidung getroffen, die haben jetzt angefangen, ihr Geschäft zu machen, die müssen sich darauf vorbereiten, die müssen ihr Mindset ändern, die müssen daran arbeiten, dass es mehr um andere geht als um sie, die müssen daran arbeiten, dass sie Angebote, Wünsche bei Menschen herausfinden, weil sie sind Wunscherfüller, sie müssen andere Menschen darauf vorbereiten, dass es länger dauert und sie müssen ihnen alles das erklären, was sie auch gelernt haben. So, das sind so Aufgaben, die man einem Klient erzählen würde, wenn es an einem Network-Marketing-Acker vorbeigehen würde, wo gerade so die ersten Pflänzchen rauskommen. Das heißt, das passiert aber nicht. Wir haben das aber nicht gelernt. Aber die meisten Menschen entscheiden sich ja in der Not für Network-Marketing. Die sind ja, also nicht die meisten, vielleicht ist das falsch, also viele Menschen kommen ja zum Network Marketing, weil sie gerade ein aktuelles Problem haben. So, und dann ist natürlich die Hoffnung, dass dieses Vehikel ganz schnell funktioniert, groß und das funktioniert. Das ist das eine, was nicht funktioniert. Das andere, was nicht funktioniert, ist, dass die Menschen etwas unterschätzen. Sie unterschätzen, was die Addition von kleinen Tätigkeiten über einen langen Zeitraum bewirken kann.
Und jetzt schau dir mal vor, stell dir mal vor, du hast ein Kind und irgendwie weißt du, dass die Beziehung zu deinem Kind, oder fangen wir mal ohne Drama an, du hast ein Kind und du möchtest gerne mit deinem Kind, du möchtest gerne gut sein zu deinem Kind und du merkst, dass du wenig Zeit hast, du musst viel arbeiten, du hast immer irgendwie Hektik, aber du triffst eine Entscheidung. Du triffst die Entscheidung, ich werde jeden Tag 10 Minuten mit meinem Kind spielen. 10 Minuten. Wenn du nach Hause kommst, machst du dir deinen Handywecker an, dein Handywecker an und stellst ihn auf 10 Minuten und tobst mit deinem Kind. Du spielst mit deinem Kind oder du lernst mit deinem Kind irgendetwas. 10 Minuten. Du machst 10 Minuten mit deinem Kind eine Aktivität und ich bin mir sicher, dass das Kind nach 3 Tagen weiß, dass du mit ihm 10 Minuten spielst. Und dieses Kind wird sich darauf freuen. Du wirst dich mit dem Kind 10 Minuten beschäftigen und das passt garantiert in deinen Alltag. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn du das getan hast, 2 Jahre lang, glaubst du, dass du nach 2 Jahren ein anderes Verhältnis zu deinem Kind hast, als wenn du es nicht getan hättest? 10 Minuten jeden Tag mit deinem Kind zu spielen, ist eine Tätigkeit, die du wahrscheinlich dir vorstellen kannst, die eingehalten werden kann, bis auf die Tatsache, bis auf die Momente, wo du auf Dienstreise bist, dann wird auch das Kind nicht erwarten, weil es ja weiß, du bist nicht da. Aber im Großen und Ganzen hat das Kind vielleicht sogar die schönsten Erinnerungen an die Zeit zwischen dir und ihm sind aus diesem täglichen Ritual geworden. Und du, ihr beide werdet es schon bald gar nicht mehr missen wollen. Ihr werdet, also es gibt ja die Dinge, wie man sich Gewohnheiten antrainiert. Nach 21 Tagen ist es sozusagen verständlich. Man, es tut einem, fällt einem nicht mehr schwer. Man hat sich daran gewöhnt. Es ist ganz normal, dass man es tut. Nach 66 Tagen ist es etwas, was man schon gar nicht mehr aufhören kann, weil es sich etabliert hat. Das ist wissenschaftlich so erwiesen. Und nach 90 Tagen, sagt man, ist es im Unterbewusstsein angekommen. Dann ist es unbewusstes Wissen, wenn es sich jetzt um ein Morgenritual handelt, wann du aufstehst, wann du Frühstück machst, wie du dir was unternimmst. So, und dieses Ritual, was du mit deinem Kind hast, wird das Leben von deinem Kind vielleicht sogar so massiv verändern, dass das Kind Dinge lernt in der Zeit mit euch, die du ihm nie auf eine andere Art und Weise hättest beibringen können. So, und jetzt schauen wir mal mit diesem Blick zum Network Marketing. So. Es passiert immer wieder, dass es gibt ja diese eine Geschichte und die passiert auch immer wieder. 2 Männer treffen sich. Beide machen Network Marketing. Der eine ist der Sponsor von dem anderen. Und sie treffen sich und der eine sagt, und wie läuft's? Also sie haben nicht viel miteinander zu tun. Sie sind beide in der gleichen Branche, also im Network Marketing tätig. Und der eine sagt, und wie läuft's? Und er sagt, ach, der andere sagt, ja, ist nicht so gut gerade. Ich hatte einen Todesfall in der Familie. Mein Vater ist gestorben. Oh, tut mir leid, herzliches Beileid. Wie ist der gewesen? Er spricht ein bisschen darüber. Und, dann sagt er, wie läuft es mit deinem Network-Marketing-Geschäft? Und dann sagt der andere, hast du mich nicht verstanden? Ich habe dir gesagt, mein Vater ist gestorben. Und der andere sagt, ja, ich weiß, wir haben doch gerade darüber gesprochen. Ich habe dir doch mal beide ausgesprochen. Ich habe doch alles verstanden. Aber ich habe dich gefragt, was mit deinem Network-Marketing-Geschäft ist. Und der andere nochmal, hast du einen Knall? Mein Vater ist gestorben. Ich habe mit meinem Geschäft aufgehört. Das ist doch ganz logisch. Ich habe doch andere Sachen im Kopf als Network-Marketing. Ach, sagt der andere, ist das wahr? Hast du auch deinen Job gekündigt? Der guckt ihn an und sagt, bist du komplett irre? Wieso soll ich denn meinen Job kündigen? Dann sagt er, ja genau. Warum kündigst du denn deinen Plan B? Warum kündigst du denn deinen Nebenjob? Der dich dahin bringt, wo du hin willst, weil dein Vater gestorben ist, aber den Hauptjob, den du loswerden willst, kündigst du nicht. Also auf Deutsch, kündige überhaupt nichts, mach einfach weiter. In deinem Hauptjob kriegst du einen Tag frei für die Beerdigung. Und dann geht's weiter. Und du sitzt traurig bei der Arbeit. Vielleicht kannst du dir noch Urlaub nehmen. Aber du musst von deinem Konto sozusagen Zeit abziehen, weil du sagst, okay, jetzt habe ich keine, jetzt ich habe die Energie nicht, ich kann es nicht, ich bin so in Trauer, ich kann nicht mehr weitermachen. So, was passiert mir kürzlich? Eine, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist ja bei mir nicht Kundin, Coachin, also eine Person, mit der ich sehr eng bin und die ich gut kenne, ruft mich an, eine Dame, und ruft mich an und sagt, Markus, es ist so viel passiert, es sind so viele Dinge zusammengekommen, ich brauche jetzt erstmal Ruhe, um mich zu sortieren. Ich brauche erstmal Ruhe, um mich zu sortieren. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll.
Ich sage, und was kann ich, wie kann ich dir helfen, was kann ich tun? Ja, ich möchte jetzt mal 14 Tage kein Network Marketing machen. Ich sage, okay, was bringt dir das? Ja, ich hab jetzt halt so viel um die Ohren, ich kann mich da jetzt nicht drauf konzentrieren. Und ich gucke sie so an und sage, ja, aber das ist doch etwas, das ist doch in deinem Kopf, was da gerade passiert. Du sagst dir doch, weil mir gerade so viel um die Ohren fliegt, weil mir gerade Dinge passieren, also weil gerade Dinge in mein Leben treten, die ich nicht möchte, die mir nicht gefallen, die mich so ein bisschen aus der Bahn werfen. Ich sage, hörst du auf zu schlafen abends? Hörst du auf zu essen? Hörst du auf zum Sport zu gehen? Entschuldigung, hörst du auf mit deinem Kindergarten Hausaufgaben zu machen? Dein Kindergarten, mit deinen Kindern Hausaufgaben zu machen? Hörst du auf, freundlich mit deinen Nachbarn zu sprechen? Hörst du auf, einzukaufen? Hörst du mit all den Dingen auf oder hörst du nur mit etwas auf, was dir jetzt gerade so vorkommt, als wäre, hättest du dir eine Pause verdient? Ich glaube, liebe Zuschauer, lieber du, ich glaube, dass das Wertvollste ist, wenn du es schaffst, dass Network Marketing in deinem Leben leicht wird und dass das eine ganz, ganz leichte, einfache Tätigkeit wird, die du einfach machst, in der du einfach nur freundlich bist, sehr freundlich bist, dich an anderen Menschen orientierst, dich nicht orientierst, dich für andere Menschen interessierst und dich daran orientierst, wo sie sind und wie du mit ihnen ins Gespräch kommen kannst und dir dann jede Person notierst, mit der du gesprochen hast. Daraus werden sich 25, 30% Personen ergeben, mit denen du in Kontakt bleiben möchtest. Ich glaube, auch wenn man zu Hause die Hölle hat, kann man auf der Arbeitsstelle mit neuen Kollegen freundlich sein. Kann man in der Kantine beim Mittagessen nette Gespräche führen. Und ich glaube, das ist nur ein Kopfkonstrukt zu sagen, bei mir ist so viel Scheiße zu Hause, ich kann jetzt kein Network Marketing mehr machen. Weil solange du noch schlafen gehen kannst, arbeiten gehen kannst, solange du die ganzen anderen Dinge noch tun kannst, warum solltest du denn das, was du dir als Vehikel genutzt hast, nicht mehr tun können? Und jetzt gehen wir mal wieder auf mein dummes Autobeispiel zurück. Ja, mein Auto steht in der Garage. Ich hole mir das Vehikel, meinen kleinen Rollwagen, um die Sachen zu transportieren. Und während ich die Sachen in meine Wohnung transportiere, das Vehikel benutze, um meine Tüten und Wasserkästen von A in der Garage nach B in meinen Abstellraum zu bekommen. Auf diesem Weg bekomme ich einen Anruf. Und dieser Anruf sagt, dass jemand gestorben ist, dass man mich ausgeraubt hat und das, was auch immer passiert. Das sind drei ganz schlimme Dinge passiert sind. Die erfahre ich per Telefon. Ich sage ja, es ist ein sehr wirres Beispiel. Würde ich denn dann darauf verzichten, die Arbeit, die ich mir mit meinem Wägelchen, mit meinem Rollwagen erleichtern möchte, würde ich jetzt aufhören, diesen Rollwagen zu benutzen? Und würde jetzt die Tüten von dem Rollwagen nehmen und würde sie wieder mit der Hand in meine Wohnung tragen, weil ich sage, also hör mal, ich bin gerade ausgeraubt worden und jemand aus meiner Familie ist gestorben. Ich kann doch nicht mit dem Rollwagen hier fahren. Ihr wisst, dass das irre ist, was ich gerade sage. Und das ist auch das Ziel. Du hast ein Vehikel gewählt, um von A nach B zu kommen. Du bist mitten auf dem Weg. Und dann passiert etwas, was dich in eine Information, die mit deinem Leben zu tun hat, die hat doch nichts mit dieser Aktivität zu tun, mit diesem Vehikel, was sich gerade von A nach B bewegt. Weil du brauchst ja eh einen langen Zeitraum. Das gibt doch überhaupt keinen Grund, das abzubrechen. Und das tun viele. Und das ist halt so, mir zeigt das immer, eigentlich ist Network Marketing lästig und es wird nur dann gemacht, wenn es irgendwie passt und wenn die ganze Welt schön ist. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich, so wie der Herr Lindner schreibt, wenn du eine starke Liebe zu einem Thema hast, wenn du klare Ziele hast, wenn du weißt, wo du hin möchtest, dass das dann kraftvoller funktioniert. Es gibt überhaupt keinen Grund für mich, keinen Morning Call zu machen. Was ist der Morning Call? Der Morning Call ist ein Vehikel, um die Menschen, die Lust haben, zu informieren, dass es uns gibt. Also ich mache das, ich versuche einen Wert zu geben, indem ich dich morgens für eine 20 Minuten, eine halbe Stunde motiviere oder inspiriere, einen Gedanken mitzunehmen. Und wie es aussieht, scheint das ja zu funktionieren. Und ja, klar gibt es Momente, wo das nicht funktioniert. Mal setzt die Technik aus oder vielleicht will ich auch mal krank sein. Das kann ja auch mal sein. Aber im Großen und Ganzen hat das Ziel des Morning Calls
Ist der Morning Call ein Vehikel, um mehr Bekanntheit für Network Herzblut zu erreichen, um da auf dem Weg, aber ich will ja nicht nur die Bekanntheit, dann könnte ich mich ja auch hier hinstellen und einfach nur brüllen, sondern ich möchte ja, dass ich auf dem Weg auch was Wertvolles tue, dass es sich verbreitet und dass neue Menschen sagen, oh, das ist aber spannend und erzählen das anderen und so wird die Gemeinde mehr. Gestern hatten wir 74 Leute in unserem Fragen- und Antworten-Call. Da höre ich doch nicht mit auf, nur weil ich jetzt irgendwie erfahre, ja, ich habe einen Trauerfall in der Familie. So, ich habe versprochen, ich gehe nochmal auf den Startfragebogen ein. Der Startfragebogen kommt aus dem ersten Problem. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Probleme, unterschätzen und überschätzen. Unterschätzen ist das, was der Startfrage, der nivelliert eigentlich sogar beides, der Startfragebogen. Menschen starten mit Network Marketing und sehen auf einmal in diesem Geschäft die heilige Lösung. Es ist der heilige Gral, auf einmal kann alles möglich werden, weil sie sich einfach ausrechnen auf einem Stück Papier. Boah, wenn das passiert, also machen eine Antizipation nach der anderen und auch plötzlich sind sie reich und jeden Monat kommen 5.000 Euro rein. Ich halte das technisch für möglich. Ich glaube, es ist nur nicht clever, das so zu machen. Ich glaube, es ist das Beste. Man guckt nicht, wie man 5.000 Euro verdient, aber da kann man hingucken, aber man schaut, wie man relativ schnell stabil 20 Euro verdient jede Woche. Und wenn einer 20 Euro jede Woche automatisch verdient, ich habe letzte Woche ein Gespräch mit einer Dame gehabt, die gesagt hat, und hast du schon ein passives Einkommen? Sagt sie, ja, 26 Euro. Ja, finde ich total toll, wenn einer 26 Euro passiv kriegt. Guck mal, da kommt einer und schenkt dir 26 Euro. Warum? Weil sie Aktivitäten gemacht hat. So, und diese 26 Euro werden ja wachsen, weil wo 26 geht, gehen auch 28, 36 und 46. So, der Startfragebogen macht genau das. Der hat hier vier Bereiche. Hier oben schreibst du ein, was die Ziele der Person sind. Also das machst du im Gespräch mit einer Person, am besten mit einem neuen Teilnehmer. So, und dann kommen drei Fragen. Und das Ziel ist, dass diese drei Fragen zueinander passen. In der Art, wenn ich das mit jemandem mache, lasse ich den anderen reden und ich bin tatsächlich nur der Fragesteller und ich notiere das. Die erste Frage ist, wie viel Geld möchtest du pro Woche verdienen? Das ist wichtig pro Woche, weil das Wochenthema Geld verdienen kann man runterbrechen, kann man ins Verhältnis setzen zu der zweiten Frage, die dann kommt. Und wenn jemand sagt, wie viel Geld möchtest du pro Woche verdienen, dann sagt er dir eine Zahl. Er denkt vielleicht manchmal auch an Monat oder versteht gar nicht, dass es die Woche ist. Und er sagt dann, sage ich mal, 100 Euro oder 150 Euro. Dann sagst du, okay, 150 Euro, prima. Brutto oder netto? Wie, brutto oder netto? Ja, die Provisionseinnahmen vom Network-Marketing-Geschäft, die musst du versteuern. Und jeder hat eine andere Steuerklasse, jeder hat eine andere Situation und unterschiedlich, die einen Länder ziehen auch noch die Mehrwertsteuer ab. Wenn die Produkte aus USA kommen, wenn die Firma in den USA sitzt, kann es sein, dass das auch anders ist. Wir machen es mal ganz einfach. Wir rechnen mal 50% Steuern, also 50% kommt bei dir an. Und sobald du ein höheres Einkommen hast, wird das sowieso so kommen. Das heißt also, wir machen es mal von Anfang an auf der sicheren Seite, rechnen wir mal 50%. So, möchtest du jetzt diese 150 Euro in der Woche brutto oder netto verdienen? Ja, nee, netto natürlich, die will ich haben. Ja, okay, das heißt also, wir müssen dann 100% draufrechnen, damit es 50% sind. Also wir müssen dann sagen, du willst in der Woche 300 Euro haben. Ja, genau. Okay, mal 4 Wochen sind also 1.200 Euro. Und du notierst 1.200 Euro pro Monat. Ich glaube, dass in dem Moment bei dem einen oder anderen schon so ein Zucken entsteht, wo er denkt, oh, das hatte ich so nicht gedacht, weil der Unterschied von der Woche zum Monat, der ist irgendwie im Kopf vielleicht ein anderer, als wenn man es aufgeschrieben sieht, aber da stehen dann 1.200 Euro. Dann, hey, wie viel Zeit möchtest du dafür pro Woche investieren? Oder kannst du dafür investieren? Und die Zahlen, die gehen auseinander. Wenige sagen 40 Stunden die Woche, das sind dann so Arbeitslose. Ich sage dann immer, klappt im Leben nicht. Nimm dir lieber 15 vor und schaff 18 oder 20, anstatt dass du dir 40 vornimmst und bist enttäuscht, wenn du nur 15 machst. Und dann bist du permanent in Frust. Und dann sagen wir mal, es kommen 10 Stunden dabei raus. 10 Stunden in der Woche, 2 am Tag und am Wochenende nicht. Oder vielleicht auch 14, jeden Tag 2 Stunden oder die Zeit verteilt sich. Nehmen wir mal 10 Stunden. So, jetzt steht hier 1.200 Euro, 10 Stunden in der Woche sind 40 Stunden im Monat. Okay, jetzt haben wir also hier die ersten zwei Zahlen, 1.200 und 40. Und dann, wie lange gibst du dir Zeit, bis du diesen geplanten Wochenbetrag erreichen willst? Weil der nächste Faktor ist nicht Wochenzeit, die eingesetzt wird, sondern Zeitdauer, Zeitraum. Ich sage also, okay, wie viele Monate sollen ab heute vergehen? In welchem Monat ab heute, sagen wir mal eine Zahl, eine Monatszahl, in wie vielen Monaten möchtest du, dass das auf deinem
monatlichen Gehaltscheck oder Banküberweisung oder Abbuchung, je nachdem, wie möchtest du es das entscheiden? Ja, 6 Monate. Okay. So, und jetzt habe ich hier 3 Zahlen. Jetzt steht hier 1200, 40 in der Woche und 6 Monate. So. Das steht jetzt hier untereinander, ja? Das sind die Werte, die du hier eingetragen hast. Und jetzt würde ich sagen, schau mal, glaubst du, dass das realistisch ist? Und es geht nicht darum, dass wir ja alle optimistisch sein müssen und uns hohe Ziele uns stecken sollen, sondern hier geht es ja tatsächlich um Zeitpunkte und deshalb muss man sich schon die Frage, ist das realistisch? Glaubst du, dass du ein passives Einkommen, dass es innerhalb von 6 Monaten möglich ist, mit 40 Stunden in der Woche 1200 Euro Nettoeinkommen zusätzlich zu verdienen? Ich will dir mal ein Beispiel sagen, also es gibt Millionen von Rentnern, die jede Woche 10 Stunden arbeiten gehen für im Monat 450, 400, 480 Euro, also diese geringfügige Beschäftigung. Die geben also die gleiche Zeit aus wie du, kriegen dafür 480 Euro und haben die nicht passiv. Also passiv heißt ja, du musst nichts dafür tun, die kommen aus deinem Team. Und du willst in 6 Monaten genau das Gleiche erreichen. Wird nicht funktionieren. Das wird in keinem Network-Marketing-Unternehmen stabil funktionieren. Und in dem Moment, wo die Person diese 3 Dinge gegeneinander sieht, wo die sieht, was sie gerade selber gesagt hat, merkt sie, dass sie das Geschäft vollkommen überschätzt hat. Das heißt nicht, dass das Geschäft nicht funktioniert. Das heißt nur, dass das Geschäft nicht so schnell funktioniert. Das heißt nicht, dass das nicht alles möglich ist. Das heißt nur, dass das nicht in 6 Monaten möglich ist. So, jetzt kannst du an den Zahlen korrigieren. Jetzt kann er natürlich sagen, okay, ich schraube meine Erwartungen runter. Ich gehe von 1200 auf, weiß ich nicht, in der Woche 20 Euro, sind brutto 40, sind im Monat 160. Also 160 Euro zu verdienen mit 40 Stunden Einsatz in 6 Monaten, hört sich schon ganz anders an. Ich glaube, das ist absolut realistisch. Vielleicht geht es auch hier die Person noch her und sagt, okay, ich korrigiere das mal oben nicht auf 160, sondern ich möchte gerne 400 Euro haben brutto im Monat. Ich bin auch bereit, dafür 60 Stunden zu arbeiten und ich gebe mir 1 Jahr Zeit. Also du kannst an jeder Schraube drehen, bis dann zum Schluss du ein besprochenes Ziel hast. Das schreibst du hier unten rein. Und das besprochene Ziel ist dann vielleicht zum Beispiel 300 Euro brutto im Monat. Der Zeiteinsatz pro Woche sollen halt 40 Stunden sein und du möchtest dieses Ziel erreichen in 12 Monaten. So, dann hast du das definiert und dein Partner, vielleicht machst du dir ein Foto davon, das gibst du deinem Gesprächspartner, deinem neuen Teampartner mit, der hat jetzt eine Möglichkeit, eine ganz klare Planung zu machen. Weil wenn der sich jetzt seinen Aktivitätsmesser nimmt und er weiß, wie viele Stunden er pro Woche machen muss, dann schreibt er das erstmal hier oben rein und sagt, okay, pro Woche 40 Stunden. Wie verteile ich denn diese 40 Stunden über meine 7 Tage? Was habe ich denn an welchem Tag an zu tun? Und da er sich den Aktivitätenmesser jeden Tag anguckt und jeden Tag seine Aktivitäten einträgt, ist das eigentlich eine logische Folge, dieses Tun dann ins Tun zu kommen. Und dann sind wir wieder bei den Kindern, von denen ich gerade gesprochen habe. Wenn du jeden Tag 10 Minuten mit deinen Kindern spielst, kann das sein, dass das einen ganz, ganz wertvollen Einfluss auf das Leben deiner Kinder hat, wenn du das mal über 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Jahre machst, je nachdem, wie groß und klein deine Kinder sind. So, und wenn du Network Marketing jeden Tag, angenommen, du würdest es jeden Tag 1/2 Stunde machen, weil die Dinge, die du so unterwegs machst, ja, du lernst jemanden im Bus kennen, das ist ja keine Arbeit. Ich glaube nicht, dass du jedem mehr sagen kannst, oh, ich bin gerade Bus gefahren. Junge, was habe ich gearbeitet? Ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die saß neben mir. Das glaubst du gar nicht. Ich habe der 4, 5 Fragen gestellt. Was war ich am Schwitzen? Ich habe so geölt. Ich war so richtig. Das ist doch Bullshit. Ja? Du sitzt neben jemandem und fragst ihn, fahren Sie öfter diese Strecke? Wo gehen Sie denn gerne einkaufen? Was machen Sie so? Und du bist freundlich, du bist interessiert an dieser Person. Und dann steckst du wieder aus. Ob du die wieder triffst oder nicht, ist egal. Aber es wird Gespräche geben, die sind so bam, bam, bam. Das ist wie ein Tennisspiel. Das läuft einfach. Und die triffst du halt vielleicht mal wieder. Oder du hast mit ihr Nummern ausgetauscht, weil auf einmal ihr den Connection hattet. Was aber. Mach diese Grundlagenarbeit. So. Und dann machst du dir jeden Tag, nimmst du dir 1/2 Stunde Zeit für deine Nacharbeit.
Und die ist nicht am ersten Tag da, aber du hast noch nichts nachzuarbeiten. Und die Nacharbeit ist, du schreibst Nachrichten an Leute, mit denen du in Kontakt bleiben möchtest. Du rufst Menschen an. Du verabredest dich zum Kaffee mit Menschen. Und du füllst deinen Aktivitätsmesser aus. Ja, du füllst deinen Aktivitätsmesser aus. Jeden Tag. Ja. Und dann guckst du mal, was passiert. Füllst die Sisi-Blätter aus. Schaust dir Videos an. Liest dir den Erfolgsweg, überlegst, wem könnte ich das geben? Machst ein Foto von irgendeiner Seite und sagst, du, ich habe ja was gelesen über Reziprozität, über Gegenseitigkeit. Das könnte dir helfen. Das wäre doch vielleicht was, wenn du deinen Chef nach einer Lohnerhöhung fragst, versuch das doch mal reziprok. Hat nichts mit Network Marketing zu tun. Du tust einem Freund einen Gefallen, wo du weißt, der ist gerade dabei, sich seinen Job zu verbessern. So, ist Arbeit. Kannst du sogar ins Schwitzen kommen. So, und deshalb glaube ich, dass man bei einem Todesfall nicht aufhören muss mit Network Marketing. Ich glaube, man hört nicht auf, die normalen Dinge zu tun. Und warum sollte der Network Marketing nicht normal sein? Warum darf der Network Marketing nicht den Status von einer Grundlagentätigkeit bekommen? Warum darf der Network Marketing, dass der dein Leben so grundsätzlich verändern soll, warum darf denn das nicht den Status bekommen, das höre ich noch nicht mal auf, wenn ich meinen Job verliere, das höre ich noch nicht mal auf, wenn ich überlastet bin mit all dem, was so auf mich zukommt, das höre ich noch nicht mal auf, wenn ich einen Todesfall in der Familie habe. Ich nutze eher die Beerdigung, um in Liebe und natürlich in ganz viel Ansacht, nicht um Produkte zu verkaufen, sondern um Menschen nochmal zu sehen, mit Menschen mich zu verbinden, mich für Menschen zu interessieren und mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil ich habe einen Plan. Und viele, viele, viele kleine Tätigkeiten aneinandergereiht über einen Zeitraum von 2 Jahren oder von 3 Jahren oder von 4 Jahren ergeben halt, dass dabei was rauskommt. Und in diesem Sinne sage ich dir, jetzt mach mal deinen Laden auf für heute. Du hast eine frische Woche vor dir. Laden auf heißt bei mir dieses die Rollos hochmachen und fang an, dein Geschäft zu betreiben. Dein Network-Marketing-Geschäft. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Gib Gas. Jeden Tag ein bisschen, nicht viel. Und dann wird das schon. Wir sind ja für dich da. Liebe Grüße, alles Gute. Bis dann, euer Markus. Und jetzt schreibe ich auch mal oben den Betreff in dieses Video, was ja jetzt eben nicht geht. Alles klar, bis dann, liebe Grüße. Tschüss, schönen Tag, schöne Woche. Und das Gleiche auch bei Instagram. Schöne Woche, tschüss, ihr Lieben.